Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich mir einen Indikator anschauen, beginnend mit dem RSI. RSI ist nichts anderes wie relative Stärkeindex. Und Indikatoren sind Hilfswerke, mit denen man sich die Märkte, die Kursverläufe anschauen kann, um eine Indikation zu bekommen, in welche Richtung sich der Markt bewegen wird. Ich bin hier in MetaTrader. Der MetaTrader hat von Haus aus schon viele Indikatoren eingebaut. Wenn wir jetzt schauen, Indikatoren hier links unten, Tendenz, gibt es Oszillatoren, gibt es den Relative Strength Index. Den hole ich mir jetzt her. Wir haben als Parameter die Periode 14, das heißt, er holt sich die letzten 14 Kerzen her und auf den Schlusskurs. Das können wir lassen, wie es ist. Wenn ich es mir den Indikator anschaue, ist grundsätzlich wichtig, mal zu verstehen, was er macht. Der Indikator macht nichts anderes, als dass er sich die letzten 14 Kerzen anschaut und einen Mittelwert der Summe macht, Aufwärts- und Abwärtsbewegungen, und diese dann hier als Index abbildet. Was wir hier auch sehen, ist im oberen Bereich der übergekaufte Bereich und im unteren Bereich unter 30 der überverkaufte Bereich. Die 30 und 70% sind Standardeinstellungen. Es kann sich natürlich bei manchen Märkten kann es sein, dass die Werte hier ein bisschen angepasst werden müssen, weil der RSI weiter nach oben ausschlägt oder weiter nach unten ausschlägt und so weiter und so fort. Die erste Möglichkeit, wie man den RSI verwenden kann, ist, dass man sich anschaut, wenn er jetzt zum Beispiel hier in einem überverkauften Bereich ist, wenn er dann wieder zurückkommt durch die 70, kann ich sagen, okay, in diesem Bereich kommt er dann zurück, ich mache hier einen Short und handle diese Strecke nach unten. Hier sieht man natürlich, hier kann ich dann laufen lassen, bis ich mein Ziel oder mein Trailing Stop oder meinen nachgezogenen Stop etc. erreicht habe. Das funktioniert natürlich im unteren Bereich genauso, also im übergekauften Bereich genauso wie im überverkauften Bereich. Also ganz hier zum Beispiel haben wir die Aufwärtstrend wieder, den wir handeln können, und ist eine Möglichkeit, mit dem RSI seine Handlungen zu starten. Man muss natürlich dazu sagen, das funktioniert natürlich nicht immer so gut, wie man das jetzt zum Beispiel hier sieht, beziehungsweise was man hier sieht, ist ja auch, der Wert geht runter und fährt dann quasi wieder hoch und bewegt sich in diesem Bereich ja eigentlich nur in einer Range. Das muss man natürlich auch mit beachten. Was natürlich bei allen Indikatoren ja grundsätzlich ist, dass man sich die Indikatoren als Indikation für einen Trade heranziehen soll, und nur ein Indikator alleine sollte nicht das Ausschlaggebende sein, in welche Richtung oder ob man einen Trade eröffnet. Eine weitere Möglichkeit, dies zu verbessern, ist, wenn man sich einen Mittelwert dazulegt. Das ist erst einmal grundsätzlich egal, welchen Periode ich jetzt hier hernehme. Man sieht hier den Mittelwert und passt seinen Dreh dahingehend an, dass man sagt, man handelt nur in Trendrichtung. Das ist natürlich erst hier im 1-Minuten-Beispiel nicht wirklich korrekt, aber als Beispiel für diese Strategie, den RSI zu verwenden,
gehen wir heute davon aus, dass der Trend hier im Steigen ist. Im Normalfall sollte man den Trend natürlich in höheren Zeiteinheiten sich absichern und dann würde man quasi bei dem steigenden Trend in diese Richtung nur Long-Einstiege versuchen. Und dann würden wir auch hier in diesem Bereich diesen Kauf nur in Long-Richtung machen und hätten dann quasi in diesem Bereich hier, wo wir den RSI von übergekauften nach unten wieder durchbrechen, keinen Trade gemacht. Mit dem kann man natürlich die Wahrscheinlichkeit verbessern, korrekte Trades zu machen. Eine weitere sehr interessante Strategie ist es, dass man sagt, ich schaue mir die Divergence an. Und hiermit ist gemeint, wenn ich jetzt hergehe und mir anschaue, hier habe ich den tiefsten Punkt im RSI und dazu im Vergleich diesen Tiefpunkt im Kurs. Und der Kurs geht hier weiter runter und macht neue Tiefpunkte. Und die Divergence dazu ist es, dass der RSI im gleichen in den gleichen Punkten, also wir sind hier, hier, hier und hier, in den gleichen Punkten hier, hier und hier, aber keine tieferen Tiefs mehr im überverkauften Bereich macht. Und solche Divergences sind Anzeichen dafür, dass der Kurs in die andere Richtung dreht. Das wollen wir natürlich auch noch bestätigt haben, weil grundsätzlich bereits hier einen Trade einzugehen, ist sehr risikohaft. Wir würden in diesem Fall noch zusätzlich versuchen, wenn ich mir hier noch einmal die Linie einzeichne, wie es nach unten gegangen ist, erst der Durchbruch und eine kleine Korrektur und erst danach den Trade eingehen. Und dann würde der Trade hier mit der Zeit in unsere Richtung laufen. Um das Ganze zusammenzufassen, RSI ist meiner Meinung nach einer der interessanteren Indikatoren. Wie gesagt, ein Indikator ist nur ein Hilfsmittel, um anzuzeigen, in welche Richtung der Kurs gehen kann. Man sollte nicht anhand eines Indikators alleine sich die Trades heraussuchen, sondern wie gesagt, als Strategien diese verfeinern mit der Suche nach dem Trend in Trendrichtung, verfeinern, die Divergences heraussuchen, um Umkehrungen des Kursverlaufs zu suchen, aber auch mit zusätzlichen Indikatoren, um seinen Trade-Einstieg abzusichern. Wichtig ist es natürlich hier auch noch, nicht gleiche Indikatoren zu verwenden, weil wenn ich jetzt zum Beispiel zu diesem RSI noch den Moneyflow Index heranziehe, dann würde mir der Moneyflow Index nahezu die gleichen Signale geben, wie mir der RSI gibt. Und das liegt daran, dass der Moneyflow Index und der RSI Index quasi dieselbe Aussage nur ein bisschen anders berechnet oder noch ein paar zusätzliche Funktionen dazu darstellen. Beim Moneyflow-Index wäre es so, dass der ja ein RSI ist, der mit einem Volumen gekoppelt ist. Wenn ich also einen Indikator benutze und dann einen zweiten zur Absicherung, immer unterscheiden zwischen Volumen, Moment und so weiter und so fort und unterschiedliche Indikatoren heranziehen, um das Einstiegssignal für einen Trade mehrfach bestätigen zu lassen.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Fragen habt oder Ideen und Anregungen, bitte unten einen Kommentar. Ansonsten über ein Like und ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Und bis zum nächsten Mal.